Was ist das? Niemand weiß es. Nein, niemand weiß es. Da, 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 da. Das ist richtig gruselig. Ich habe gerade Pommes gegessen. Ich bin sehr erschüttert, weil alle vor uns hatten so richtig viel. Dann komme ich. Ich hatte so eine kleine Schale. Ey, das war echt kein guter Stoff. Auf jeden Fall, wir hatten eben ein Konzert. Deshalb sehe ich auch so abartig aus. Oh. Hi. Deshalb sehe ich auch so abartig aus. Und, ja, ich finde die Uniform eigentlich voll schön. Ja, die ist eigentlich recht schick, muss ich sagen. Und ich wackel sehr, tut mir sehr leid. Ich habe nur mein Handy jetzt dabei, weil ich habe nicht zu Hause übernachtet. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt einfach mein Handy und vlogge ein bisschen. Und wir fahren jetzt in unser nächstes Kaff, weil wir sind jetzt schon im Kaff. Wir sind voll gefragt, ey. Aber danach fahren wir zwei Käffer weiter. Und in dem nächsten Kaff ist eigentlich schon ein kleines Städtchen. Im Gegensatz zu meinem Kaff zu Hause und dem Kaff hier. Weil man sieht ja, wir haben Sonntag. Es ist nichts los. Es ist nichts los. Nichts. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt dann weiter zum nächsten Auftritt. Und ja, essen dann nochmal. Weil das hier, das war so, also... Oh, ein Auto, mein Gott. Ein ambulanter Pflegedienst. Oh. So, das einzige Auto sonntags, tagsüber, in einem Käffchen. Ja, bis dann. So, ich bin jetzt mittlerweile wieder von meinen zwei Auftritten zurück und wir haben jetzt kurz vor 5. Ich muss mein Video für heute noch rausbringen. Also was heute eigentlich kommen sollte, wenn ihr das seht. Was gestern kommen sollte, das muss ich noch schneiden. Dann muss ich das hier schneiden, aber das hier schneide ich an meinem Handy. Also bitte wundert euch nicht, warum die Qualität nicht gut ist oder warum die Hintergrundmusik nicht geil ist oder warum es nicht so krass aufwendig ist. Es ist alles mit dem Handy gefilmt, weil ich halt den ganzen Tag mit dem Handy unterwegs war und meine Kamera nicht dabei hatte, weil ich gedacht habe, YOLO. Und ja, ich muss jetzt Koffer packen. Ich bin nämlich ab morgen eine Woche lang weg. Bedeutet, es gibt kein Video in dieser Zeit. Bedeutet, ich bin bis Sonntag weg. Nächste Woche gibt es dann wieder ein Video und dann produziere ich auch vor die 3 Wochen in Frankreich, wo ich dann weg bin. Also, es werden die Ferien auf jeden Fall Videos kommen, aber halt nicht so krass viele, wie ihr jetzt erwartet habt vielleicht, dass es Daily Vlogs weiterhin gibt. Das klappt nicht. Ich werde insgesamt meine Kamera mitnehmen nach Frankreich. Bedeutet, es wird einen ganzen Frankreich-Vlog geben. Also, das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Ich werde auch meine alte Kamera mit auf meine Freizeit nehmen, wo ich jetzt bin. Aber nicht meine neue, weil da habe ich zu viel Angst, dass sie geklaut wird. Und ja, dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da oder ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Bis zum nächsten Video und ciao.